So. Akleis Wasserfilter ist weggelaufen. Also läuft Akleis ihr hinterher, um rauszufinden, warum sie das getan hat. Dieser Hack ist gewidmet an Kali. Ist das geil? Just kidding. Just kidding. Okay. Ich liebe es. Kleister 1 bei Okt. Rein. Ich bin mal gespannt, ob es... Oh, warte mal. Ich habe mich schon versplittet. So nervös bin ich. Wir werden uns natürlich alles ganz in Ruhe angucken. Also wir werden uns auf jeden Fall nochmal oben den Schauderturm angucken. Dazu muss man hier vorne eine Shell sich schnappen, damit man hier oben... Oh, wenn man da oben in die Röhre reinkommt. Ey, Nido, mein Lieber! Alles Gute zum Twitch-Geburtstag und viel Spaß mit dem Hack. Dankeschön. Vielen Dank, Nido. Vielen Dank. Zieh dir Fäustlinge an. Yo, ich muss irgendwie... da ist er. Der erste Shoutout-Room. Naidoodle. Naidoodle. Vielen Dank fürs Mitmachen, Dave. Boah, das ist wirklich gut, Naidoodle. Das ist wirklich hervorragend. Eieiei. Ja, ist auf jeden Fall sein Signature-Move. Auf jeden Fall. Sticky Ceiling. Boah. Erste Level habe ich noch ein bisschen im Kopf. Oh, da muss ich am besten ein... ey, danke, Saphros. Geiles Bild ist es aktuell. Du hast doch geübt. Nee, ich habe extra die Demo gelöscht. Kino. Oh, ist das gut. Das war letztes Jahr im Urlaub. Ja, sehr aktuelles Bild von Naidoodle. In der Demo hatten wir schon drüber gesprochen, da hat er schon erzählt, das ist ein Kinderbild von ihm. Super süß, oder? Mit dieser Sonnenbrille da. Das ist ein echtes Kinderbild von Naidoodle in dem Shoutout-Room gewesen, Leute. Oh, ich liebe diese Regraps hier. Ich liebe die Regraps hier. Es ist so gut. Uff. Muss jetzt erstmal ein bisschen hier zur Ruhe kommen wieder. Es ist ein krasser Endorphin- und Adrenalinrausch. Es ist... Hätte ich nicht gedacht. Ich bin ja schon seit Wochen nervös und in den letzten Tagen sehr nervös. Und auch die Nacht und so habe ich schon alles erzählt. Ne? Alles super aufgeregt und so. Aber boah, das ist jetzt immer noch... Weil ich immer noch so leicht zittrig bin. Hätte ich nicht gedacht. Also... Oh, ich liebe es, diese schnell fallende Plattform. Liebe ich auch. Ich liebe diese schnell fallenden braunen Plattformen. Hier finde ich gut. Und da oben ist der erste Ochsenwurm. Jawohl, der erste Otto. Der erste Otto, geil. Oh, was? Das hat geklappt? Was ist das für eine Hitbox? Was war das für eine Hitbox? Habt ihr den Hitbox-Jank gesehen? Also den... Das war im letzten Frame. Letzter Pixel. Da habe ich eigentlich gedacht, den erreiche ich nicht mehr. Den Rex... Die Hitbox von Rexen, ne? Ist so... So verzeihlich. Wahnsinn. Wahnsinn. Regrap City! Junge! Ich liebe es. Es ist... Die zweite Hälfte ist Regrap. Akleis.Russland. Geil. Wenn ich mich nicht irre, aus der Demo war Wurmloch... Ah ne, das war Level 3. War der. Hier ist der Schauderturm direkt. Ah ja, dafür brauche ich, glaube ich, den Bullet Bill, ne? Ja. So war es doch. Dafür brauche ich den Bullet Bill, glaube ich, ne? Ja. So, rein. Die Weine ist nur Deko. So, Shoutout-Room 2. Ah, Tobi. The True Common Sense. Hier.
Ich liebe die Todesanimation. Ich liebe die Todesanimation von dem Sprite. Die ist so witzig. Wurmloch. Hieran erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr so... so wirklich, oder? Was war hier nochmal? So, 1, 2. Wegen der Plattform. Ja, ja, ja. Entscheidet sich beim Schlüpfen. Schlüpfen? Okay. Richtiger OG Tamagotchi-Style. Ich finde, die Musik ist so gut gewählt für das Level Oct. Die Atmosphäre ist richtig gut. Die hat so eine richtige mystische Höhlenatmosphäre. Wenn man das zusammen mit dem Hintergrund sich anschaut. Jawoll! Ich habe mich daran erinnert, dass da dieser Galumba ist und man Regrip halten muss. Daran habe ich mich noch erinnern können. Und da ist der nächste Otto da oben. Geil! Nein, das habe ich zu spät gecheckt. Mir ist Tohu 10. Einer der schlechteren Tohus für mich, okay? Ich habe tatsächlich noch nie ein Tohu-Spiel gespielt. Ich finde aber, dass so gut wie jeder Soundtrack, den man irgendwie von Tohu so mitbekommt, über Super Mario World Kaizo Hex, wenn man ja ehrlich ist, ist hervorragend. Ich finde es auch sehr geil, auch diese ganzen, dieser Tohu-Vibe finde ich auch sehr, sehr geil. Ah, die Doppelmünze, ich erinnere mich. Die Doppelmünze. Ja, I remember. Und hier der knappe, boah, der ist so knapp, der Sprung. Der Sprung ist fies knapp. Der Sprung ist richtig fies knapp. Scam. Scam aus, Scam großgeschrieben? Mit Ausrufezeichen. Okay. Willst du beweisen, dass du mit Feuer und Flamme bei der Sache bist? Nee, es hat zufällig gebrannt. Eine Kerze ist runtergebrannt und hat die Deko angezündet. Oh, Mucke ist gut. Nils brennt für den Mittelerde-Mittwoch. So. Das finde ich sehr smart hier gelöst mit dem Shoutout-Room. Der dritte Shoutout-Room, dass man da so erst den Throwblock sich holen muss und so, finde ich mega cool. Jawohl, da ist der Maw. Da ist der Maw. Mit Waterworld. Ich bin gespannt. Bin gespannt. Wir haben ja jetzt Gott sei Dank ein paar Bratheringe, die uns in Waterworld unterstützen werden. Dankeschön. Wir sind gerade im dritten Level von Oxworm. Das ist der Hack, der seit September letzten Jahres wird an dem gefeilt, gebastelt, gebaut, gemacht, getan. Und mit Oct als Hauptdarsteller und vielen, vielen Nebendarstellern aus der Community, den ich heute zum Twitch-Geburtstag geschenkt bekommen habe. Lehnt euch zurück und genießt dieses tolle Stück Hack. Holt euch vielleicht ein paar Zwiebelchen, bisschen Salz, Pfeffer, Scheibe Brot oder so und genießt. Was ist das? Nein, so ein Ziehharmonika-Block. Das habe ich ja voll vercheckt. Da ist nur der Schlüssel neu. Okay, der Schlüssel ist neu. Ja, ja, ist auf jeden Fall, durch den Schlüssel ist es ja auf jeden Fall anders. Dadurch, dass man dann nochmal dahin zurück muss und so. Flow ist auf jeden Fall geil hier. Jawohl, da ist das Age. Okay, man kann auch zurück auf die graue Plattform, ja. Man kann entweder unten auf den Ziehharmonika-Block oder auf die Plattform. Oh, der ist schon close. Wenn man den Mid-Air nur so halbwegs gut trifft, ist der Drybone danach schon sehr close. Muss man sagen. Lisa macht gerade einen Nudelauflauf. Den kann man sich dann schön in der Mikrowelle jederzeit warm machen. Ich habe ja Gott sei Dank viele Lübecker Spezialitäten, um meinen Energie- und Blutzuckerspiegel oben zu halten. Oh, das war close. Oh, mit dem Spike. Dass da noch ein Spike ist, ist aber... Der Spike!
Er ist close. Oh. Okay, das nächste Passwort ist italienische Limone. Okay, Ita, Punkt, Leerzeichen, Limone. Ja, oh, danke, Kino, danke. Dann gucken wir uns mal hier an. So. Weil du deinen Wasserfilter nicht vernünftig sauber gemacht hast. Ah, okay. Für alle, die neu dazuschalten, die Story des Hacks ist, dass mein Wasserfilter, die Britta, weggelaufen ist und wir herausfinden wollen, warum, wohin und ihr hinterherlaufen. Und jetzt ist hier die erste Information, weil wir sie nicht richtig vernünftig sauber gemacht haben, ist sie weggelaufen. Und jetzt ist sie unser Gefangener. S&S. Vielleicht ergibt das Passwort ja einen Hinweis. Ich weiß, dass S&S wohl aus Pokémon sein soll. So viel wurde mir schon verraten.